Teammate Daisy rennt so schnell auf dich, du kommst nicht von ihr weg und vor allem, wenn halt auch dieser Schild, das ist, glaube ich, das Krasseste an ganz Ivern ist, einfach dieser Schild mit 80% Slow oder 60%, auf jeden Fall verdammt viel und halt einfach alle 6 Sekunden ab ist, du kommst davor nicht weg und dann wirst du halt auch von Daisy hochgenockt, kriegst noch den Root ab von seinem Q und bist halt den ganzen Tag CC und ja, wird auf jeden Fall sehr interessant, ob wir hier Ivern sehen werden oder nicht. Genau. Bei Bands sehen wir schon den ersten Assassin removed. LeBlanc ist von Seiten der OVGU direkt schon rausgebannt. Supremacy hat sich dazu entschieden, erstmal den Trundle rauszunehmen. Ganz klarer eben Anti-Tank auf der Top-Lane. Anscheinend hat Andy da keine Lust, sich mit dem Roll auf der Top rumärgern zu müssen. Kann man auch nachvollziehen. Wie gesagt, sehr, sehr nerviger Pick. Ah, bis jetzt 3 Midlane-Bands, also da ordentlicher Fokus drauf gelegt. Möchte mal da keine Syndra, keine LeBlanc-Shenanigans sehen, auch an Nivian rausgenommen. Die haben wir auch, glaube ich, schon sowas von lange nicht mehr gesehen. Hat jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt wirkliche Buffs bekommen. Ich glaube, sogar steht ein Nerf an oder hat sogar schon bekommen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Man sieht halt eher einfach nur Victor, Karma oder sowas in der Art. Und halt Syndra, die jetzt hier raus ist. Nami noch rausgenommen, auch ziemlich starker Support, keine Frage. Banana mochte, glaube ich, auch schon vorher die Games immer gut auf diesem Champion performt. Und jetzt natürlich die Frage, was nimmt man als letztes raus? Solche starken Champions wie zum Beispiel Hecarim immer noch offen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir darauf vielleicht noch einen Bann sehen. Aber es ist hier die Lux und das könnte dann potenzieller Hecarim First Pick werden. Ja, das sieht sehr nach Tapped Bans gegen Crabbed aus. Die Range Mages eben, die jetzt hier noch removed wurden, Anidia und Lux, ist normalerweise nicht so oft gesehen. Und ja, mit dem Jhin-Login macht natürlich auch der Nami-Ban extrem viel Sinn. Normalerweise eben die Tidal Wave, die Ultimate von der Nami, sehr effektiv, wenn eben Jhin in den Call geht. Und diese Option ist jetzt einfach direkt genommen. Aber Hecarim natürlich immer noch Option, um den Ulti zu unterbrechen. Ja, das ist nämlich die Sache. Du pickst hier einen Jhin, obwohl du weißt, Hecarim ist halt offen. Und vor allem noch mit einer Karma als Unterstützung ist er verdammt gefährlich. Wir haben es die Games davor gesehen, was ein Hecarim alles machen kann. Und auch schon davor die ganzen Uniligen. Also Hecarim, das ist ein Pick, der bleibt, glaube ich, noch Jahrzehnte hier in der Uniliga, in der Meta. Den kann man hier einfach nicht rauskriegen. Und jeder mag auf jeden Fall Hecarim. Und ist auch verdammt stark. Gerade gegen Jhin kann er da ordentlich was machen. Hier, oh, Rengar Hover. Das wäre natürlich ziemlich, ziemlich geil. Aber ich glaube, sie haben einfach nur den Stream kurz zugelauscht und wollen uns ein bisschen trollen. Ich bin mir echt jetzt bin echt gespannt drauf, was Crabset jetzt auspacken wird, weil halt so viele Target-Bands auf ihn gefallen sind. Und wow, es ist der K6. Einfach mal direkt Insta-Log. Ja, zusammen mit der Kamera. Aber K6 natürlich unser erster Assassin. Mit den Changes, die er jetzt hat, mit seinen 60% Cooldown Reduction oder Cooldown Refund, genauer gesagt, eben gegen isolierte Ziele. Natürlich extrem stark in Sachen Objectroll. So ein Drachen ist für den K6, für den neuen kein Problem. Bisschen weniger Burst Damage als der alte K6. Der Bonusschaden ist quasi vom Q runter. Aber dafür eben sehr, sehr effektiv gegen einzelne Ziele. Und die Jenna ist eigentlich eine relativ safe Antwort auf der Aggression eben, zum Beispiel den Maokai, den wir jetzt sehen. Den Maokai sollte sie eigentlich relativ gut peelen können gegen Hecarim mit seinem Onslaught of Shadows. Nicht ganz so effektiv, aber wenn sie natürlich den Ultimate dann direkt nach seiner Ultimate verwendet, kann sie vielleicht dann eben für die Jhin noch gut genug peelen und für die Lane ist das Schild definitiv auch sehr hilfreich. Ja, beide Teams jetzt ein bisschen mit dem Peeling hier am Start. Also Maokai ist ja auch eher so ein defensiver Pick, mit dem man einfach sein Team da protecten möchte und auch ziemlich, ziemlich gut gegen K6, weil er halt einfach natürlich den Schaden ein bisschen rausnimmt um 20% mit seiner Ultimate. Und wenn er da im ganzen Team dann stehen bleibt, beziehungsweise alle sich um den Hecarim drum versammeln, ist keiner isoliert. K6 macht da keinen extra Schaden und hat da keine Möglichkeit, wirklich reinzuspringen. Was man dazu noch pickt, ist hier Brand und Nautilus. Also auf jeden Fall auch wieder mega interessant. Brand, okay, kann ich mir vorstellen. Einfach wegen natürlich dem Teamfight-Potenzial. Wie gesagt, die möchten sich alle gruppieren. Perfekt für Brand, macht seinen ganzen AOE-Schaden und auch macht viel Schaden an Tanks. Also passt das wunderbar. Ist natürlich ein bisschen immobil, was halt ein leichtes Target dann wiederum auch wieder ist für Hecarim und Maokai. Diese Bulldozer kommt, wie wir es davor gesehen haben. Mit einem Nautilus dazu haben sie auf jeden Fall die gewisse Frontline. Ist jetzt die Frage aber, wie viel sie mit der Nautilus Ultimate machen können. Weil eine Caitlyn sollten, die ist meistens so weit hinten, dass da drauf keiner connecten kann. Aber wenn einer irgendwo out of position ist, Nautilus Ulti drauf, K6 wird ihn sowas von one-shotten. Ja, was für Nautilus Ulti natürlich auch noch von Vorteil ist, ist zum einen die unglaublich große Reichweite. Also du kommst halt eben auch an so eine Caitlyn ran, kannst sie einfach ulten. Und dann, was man nicht vergessen darf,
der Knock-Up auf dem Weg trifft ja auch alle Ziele, die sich dazwischen befinden. Das heißt, gleichzeitig eben ein gutes Engage-Tool auf die Caitlyn, aber gleichzeitig eben auch sehr gut, um die ganzen Tanks, die im Zweifelsfall in deiner Backline drinstehen, auch noch weg zu CC'en und kurz mal aufzuhalten. Mit Orianna jetzt quasi die Wombo-Kombo komplett auf Seiten der OVGU, die Magdeburger jetzt mit einem sehr schönen Ball-Delivery-System und mit verheerenden Teamfights unmöglich. Ja, und das ist halt auch ähnlich wie die Teamkomposition von Koala Aachen im ersten Game. Du hast leckere Maokai als Frontline, du hast aber auch noch dazu jede Menge Schilde, einfach für den AD Carry und möchtest eigentlich ihn die ganze Arbeit machen lassen. Die Sache ist natürlich hier, dass ihre Komposition ein bisschen besser abgerundet ist. Sie haben hier nicht den Zillion, was natürlich ein sehr großer Schadensverlust ist, wenn du die Karma da mit entstecken musst, sondern mit der Orianna Mitte hast du da echt noch eine ordentliche Portion Schaden, hast dieses Wombo-Kombo-Potenzial und hast halt einfach immer noch diese Möglichkeit, immer für deinen Backlane da zu peelen. Also ich glaube, Orianna gefällt mir da ein bisschen besser in der Midlane. Noch gut dann auch Karma, denke ich mal, ist auch was Lane stärker, als es in Zillion ist. Und von daher, ihre Komposition an sich für die Teamfights wunderbar. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wie sie die Matchups ausspielen. Also wenn natürlich ein Brand jetzt gegen Orianna da gut klarkommt, sie natürlich da ein bisschen nach hinten bringen kann und halt da den einen oder anderen Kill snacken kann, hat auf jeden Fall gute Karten, gegen die Tanks klar zu kommen. Das ist halt wirklich bei Brand diese passive Macht, verdammt viel Schaden. Er muss halt nur aufpassen, weil Orianna Hackerin zusammen in der Midlane, da das 2v2, sobald da keiner isoliert ist, kann Kha'Zix halt nichts machen. Das ist halt seine größte Schwäche und da, so muss eigentlich auch dann Magdeburg hier vorgehen. Zusammen rumlaufen, wirklich gucken, dass da keiner gesplittet ist und einfach diese Teamfights suchen, weil ich glaube, da haben sie auf jeden Fall die Karten vorne. Ja, was für Supremacy so ein bisschen spricht, ist, dass sie den Jungler haben, der zuerst proaktiv auf dem unterwegs ist. Kha'Zix nicht unbedingt so sehr von seiner Ultimate abhängig. Natürlich ist es wichtig für seinen Evolve, aber wenn man sich die Lanes ansonsten anguckt, sehr, sehr passive Lanes, da wird nicht so besonders viel passieren. Ich meine, Top-Lane-Tank gegen Tank, Mid-Lane zwei Control-Mages und auf der Bot-Side mit zwei Supports, die shielden, klar, Karma ein bisschen mehr Poke, Caitlyn größere Auto-Attack-Range als der Jhin, aber auch das wird letztendlich aufs Farmen hinauslaufen und da wird es dann eben sehr stark drauf ankommen, welcher Jungler zuerst im Early-Game erfolgreich mit seinen Ganks unterwegs ist. Deswegen glaube ich, Early-Game definitiv der Vorteil auf Seiten von Isuka Supremacy mit dem Potenzial eben das Spiel dann out of control zu snowballen, wenn sie es eben hinkriegen, wenn Striker gute Ganks findet. Ja, also hat auf jeden Fall da echt gute Möglichkeiten. Die Frage ist natürlich, wo spielt er sein Potenzial aus? Weil auf der Toplane Nautilus gegen Maokai, das haben wir schon vorher die Seasons gesehen, Tank gegen Tank ist jetzt nicht das spannendste Duell und da kann auch ein Kha'Zix nicht unbedingt wunderbar helfen. Vielleicht am Anfang Maokai ein oder zweimal töten, um ihn da ein bisschen reinzubringen, aber trotzdem, Maokai macht immer noch seinen Job. Also da möchtest du den Nautilus nicht unbedingt nach vorne bringen. Du möchtest dich da schon eher auf die Midlane und Botlane konzentrieren. Mit dem Brand aber, wie gesagt, ist es ein bisschen schwierig. Orianna mit dem Schild hat da gute Disengage-Möglichkeiten auch mit ihren Spells. Und wenn halt wirklich Hackerim da sich jedes Mal um die Midlane herum orientiert, wie gesagt, ich denke, haben da das bessere 2v2, solange da keine isoliert ist. Also müssen darauf dann echt schauen, dass sie die Ziele halt einzeln erwischen. Dann können sie das 2v2 auf jeden Fall bestreiten. Ich meine, der Vorteil natürlich bei Brand mit der Ultimate springt hin und her. Also können da, glaube ich, echt was machen. Auf der Botlane wiederum wird es halt auch schwierig, weil da hast du Caitlyn gegen Jhin, aber beide mit so einem, ja, sag ich mal, eher defensiveren Support. Jhin hat halt kein CC. Also du kannst da wirklich dann mit dem Jhin-Root noch arbeiten, aber meistens sollte Caitlyn und Karma safe sein, dass dann Kha'Zix eigentlich nicht zum Kill kommen sollte. Deshalb denke ich, den größten Fokus werden die Jungler hier in die Midlane setzen und da wird es dann richtig interessant, wer das 2v2 dann halt gewinnt. Ja, was mich noch interessiert, wir haben es ja im letzten Spiel schon ganz gut gesehen, eben die Teleport-Timings, dass einem Toplaner gelingt, eben vielleicht durch Jungle-Unterstützung einen Teleport-Vorteil rauszuholen, könnte es eben sein, dass das dann eben den Ausschlag gibt für diese Botlane-Fights, wenn da dann eben auf einmal vier Leute statt dreien sind. Beide Tanks mit sehr viel CC natürlich auch ausgestattet, sowohl Nautilus, klar mit seinem Hook und seiner Ultimate, aber auch seiner Passiv, dürfen wir nicht vergessen. Und auf der anderen Seite Maokai natürlich auch CC-Monster und auch gleichzeitig noch extrem tanky. Also es kann gut sein, dass wenn wir auf der Top-Side einen TP-Vorteil für die eine Seite sehen, dass er dann sich auch auf die Botlane niederschlägt, wenn es eben den Teams gelingt, das gut runterzuspielen. Ja, und ich denke auch mit diesen Worten können wir dann auch ins Game starten. Isuka Supremacy gegen OVGU Magdeburg. Wer wird hier das erste Game
ja wirklich für sich entscheiden. Es wird mega interessant und auch von den Keystones her sehe ich da eigentlich alles sehr standardmäßig. Kha'Zix, da hat man natürlich Variationen drin, hat sich hier wirklich für das Storm Raider Surge entschieden. Also möchte da einfach noch mehr mobil sein, möchte da besser um das gegnerische Team herumspielen können. Und ich denke mal, ist auf jeden Fall keine schlechte Wahl auf Kha'Zix. Mal schauen, wie oft er wirklich diese Keystone da einsetzen kann. Und ja, ob sie direkt im Early Game hier einen Kill sichern könnten. Ja, wie du schon gesagt hast, keine großen Überraschungen. Kurz der Vollständigkeit aber schon mal vorneweg erwähnt. Sowohl Hecarim als auch Maokai und Nautilus mit dem neuen Curse of the Colossus unterwegs. Für diejenigen, die sich mit den Patch Notes nicht so im Detail befasst haben, das sind 7% garantierter Schild, sobald du in HCC landest, und dann für jeden weiteren Gegner, der sich in der Nähe befindet, kriegst du nochmal zusätzliche 7% deiner maximalen Leben als Schild obendrauf. Deswegen sehen wir auch eben diese CC-Tanks immer wieder jetzt als Meta neu auftauchen. Und deswegen hat es mich auch so ein bisschen gewundert, dass wir die Flora im ersten Game gesehen haben. Also, was ich auch finde an dieser Maßstab, was glaube ich der Schritt sein sollte, den sie vorgehen sollten, du musst ja nicht alle CC, um diesen Schild zu bekommen. Also, wenn Genau. du halt einfach ein CC in 5 Mann drinnen, dann kriegst du ein Schild für 5 Mann und das finde ich halt ein bisschen doof. Das können dann halt gerade so Hecarims, so Champions wie Hecarim oder Vi oder sowas abusen, weil sie natürlich dann CC nur für einen Charakter haben und so halt den ganzen Schild da bekommen. Und ja, wird auf jeden Fall sehr interessant sein, wie ausschlaggebend das wird. Also, du hast halt wirklich zwei richtig krasse Tanks hier auf Seiten von Koala Gaming und auf der anderen Seite einfach Kha'Zix, der sich irgendwie ja da durchsneaken will, irgendwie an die Caitlyn und an die Orianna da rankommen will oder auch an die Karma. Und ob er das schaffen wird, ist hier halt echt die große Frage hier. Ein Kha'Zix hat halt echt viel Output-Potenzial, gerade auch mit dem Storm Raider Surge, wenn du da unsichtbar bist und genau in diesem Moment diese Keystone triggerst, dann kann dich nicht. Dann kann man dich sowas von schwer verfolgen und weiß nicht, wo du dich genau gerade befindest. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auch, für was für Evolutionen, also wie der da vorgehen wird. Zweites eigentlich meistens immer das E, aber ich habe auch schon viele gesehen, die jetzt nicht mehr das Q unbedingt da den Evolve setzen. Einfach weil, ja, 60% Cooldown Reduction ist ja ganz cool. Die Sache ist aber, du kriegst nicht mehr extra Schaden. Du kriegst noch die extra Range auf dem Q und auf den Auto-Attacks. Du bekommst aber nicht mehr extra Schaden auf dem Q, wenn du das evolvst. Das ist immer noch derselbe Schaden. Und von daher, allein so von One-Duellen ist das nicht ganz so cool. Da kann man auch die Ultimate natürlich dann verbessern und damit dann durch jeden Busch halt einfach da sozusagen so eine Ultimate aktivieren, unsichtbar da durchlaufen und dadurch dann halt besser ganken und halt besser durch die Teamfights juken. Genau, also der neue Kha'Zix hat definitiv da mehr Möglichkeiten eben, wie man ihn von den Evolve oder von den Ulti-Evolutionen quasi gestaltet. Es hängt so ein bisschen auch davon ab, wie man eben das Spiel dann aufziehen will. Wenn man selbst eher mehr für die Dragons gehen will, mehr Objective Control, dann ist natürlich das Q definitiv das Upgrade der Wahl. Aber wenn man eher so Map Mobility haben will, kann man sicherlich auch mal auf Level 6 die Ultimate entwickeln. Ja, von den Lanes her sieht das alles sehr standardmäßig aus. Nur Kha'Zix, der ist schon ein bisschen aggressiv hier unterwegs und will hier denn die Raptoren von Hecarim ran? Mit dem Brand zusammen können sie auf jeden Fall auch einige sichern und ja, Hecarim ganzes Camp hier denyen, so wie es ausschaut. Und das ist natürlich auch schon direkt hier aggressive gestaltet. Also kriegt auch direkt hier das Might-Duell ready. Und ja, Hecarim ist jetzt isoliert, kann auf jeden Fall den extra Schaden an den Mann bringen. Und sie hat ziemlich gut hier auf jeden Fall erstmal Gladio unter Druck gesetzt. Das ist nämlich das Gute an Kha'Zix. Er ist halt einfach dafür berühmt und berüchtigt für sein Counter-Jungling, weil du da halt einfach immer isoliert bist. Und da kann er dir so viel Schaden hinzufügen. Nimmt jetzt auch nochmal hier den Red Buff mit von Hecarim. Und das wird auf jeden Fall Gladio ordentlich zurücksetzen. Ja, also sehr gut. Auch eben ganz klar im Vorhinein schon abgesprochen zwischen Krabzett und Striker, dass sie eben da early pushen werden. Brand natürlich mit seiner W extrem gut da drin, die Waves early in Richtung des Gegners zu forcieren und kann dann eben rotieren, während TFO auf Orianna nicht folgen kann. Und jetzt der erste Gank. Ja, mal schauen, ob sie hier den Kill kriegen können. Den Flash bekommen sie auf jeden Fall. Der hätte aber echt nicht mehr viel gefehlt. Noch ein Kill, noch ein Auto-Attack und dann wäre halt Maokai auch schon Geschichte gewesen. Versucht nochmal hier ein bisschen zu traden. Sehr gewagt. Auf jeden Fall kriegt nochmal Level Up, dadurch ein bisschen extra HP.
Ah, wenn sie schnell genug sind mit der Wave, dann könnten sie sogar echt hier für den Dive gehen und das werden sie auch tun. Ihr Nautilus direkt als erstes nimmt hier die Agro auf sich, kriegt den Schild nochmal und Maokai versucht nochmal alles und bekommt auch nochmal den Kill. Trotzdem First Blood hier an K6 und das ist schon mal schön gemacht. Währenddessen jetzt aber hier Hackerin ganz schön aggressiv beim Red Buff, wird hier gecatcht, wird gesnappt, kriegt aber noch den Orianna-Schild, aber der Flash von Jenna nochmal, um da ordentlich zu helfen. Crabset flasht sich aber auch nochmal in Sicherheit, kriegt damit auch nochmal den Kill, den Red Buff und damit 1:1 hier am Ende getötet. Ja, insgesamt sehr glücklich für Klingelmann, dass er eben noch gerade so den letzten Turret-Shot noch durchbekommen hat auf Andy. Natürlich ein sehr guter Lockdown da von ihm. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, wir sehen beiden Seiten die TPs kommen auf die Top-Lane. Also, Summoner ist sehr even auch auf Top-Lane gebaitet. Bot-Side mit dem Roam von der Jenna eben in der Lage, den Invade zu punishen. Ah, und direkt wieder auf der Top-Lane, K6 macht sich wieder bemerksam. Ich entschuldige mich, da war 2:1, haben sie getradet, haben ihren Kill dann noch oben da bekommen. Und damit auf jeden Fall läuft das schon mal ziemlich, ziemlich gut auf Seite von Izuka Supremacy. Also da jetzt Botlane auch direkt den Fight, wird hier gesucht von Jin, die vierte Kugel auf dem Minion da. Leider nicht auf der Karma, um da ordentlich zurück zu traden und sind halt weiterhin ordentlich unter ihrem Turm da gepressured. Und ja, man versucht halt auf jeden Fall ordentlich Druck aufzubauen. Der Hackerin. Man, gerade auch durch den Invade, der halt dann fehlgeschlagen ist, ist jetzt halt ziemlich, ziemlich weit hinten. Also man sieht, er konnte sich gerade mal die Schuhe kaufen und eigentlich, Hackerim, möchtest du so lange farmen, bis du wirklich das Sheen fertig hast, weil dadurch dein Jungle Clear ordentlich geboostet wird, du hast dann noch extra Mana und alles, was du wirklich benötigst und so, gerade mal mit Schuhen, das bringt nicht wirklich viel. Ja, das ist eben der sehr starke Early Game von K6, was sie da eben sehr gut abused haben. Bisschen viel Zeit jetzt mit den Gangster verschwendet. Ich glaube, das hätte man besser machen können. Der 7-CS-Lead jetzt hier für Striker. Aber trotzdem sehr gutes Early Game von Izuka, so über die ganze Map verteilt. Sehr viel Push-Potenzial eben mit ihren Champions und das nutzen sie gut aus. Ah, und jetzt hier weiterhin auf der Top-Lane hat Nautilus auf jeden Fall erstmal die Nase vorn. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Auf der Drache ist als allererstes ein Infernal Drake. Auf der Botlane ist hier direkt nochmal den Snare drauf von Jin. Train da ordentlich hin und her, aber scheint so, als würde auf jeden Fall Ofagyu bis jetzt immer ja wirklich den längeren Stab ziehen und kriegen da immer die besseren Trades raus. Und ja, auf jeden Fall mit dem Infernal Drache als erstes, da könnte man sich echt überlegen, auf K6 das Q als erstes zu evolven und dann halt einfach, ja, du hast schon gesagt, die Objective Control einfach zum Drachen hingehen, wenn man Red Buff, Blue Buff hat oder so und halt einfach den dann für sein Team sichern. Oh, Max Range, da der Hook noch, aber das ist der altbekannte Wet Noodle Fight, wie ihn die englischsprachigen Kommentatoren nennen. Da passiert wahrscheinlich nicht viel. Ja, vor allem nicht mit so wenig Mana. Was passiert hier ist im Jungle. K6 findet schon wieder Hackerin. Flash euch das direkt hinterher. Aber der Outtake hat nicht gereicht. Und da kriegt er die Shockwave direkt ins Gesicht. Direkt gepunished hier von TSO. Sehr schön gemacht. Und damit ja der erste Kill für Orianna. Genau, das war sehr, sehr greedy hier von Striker. Muss er nicht machen. Gibt keinen Grund, das Risiko zu gehen. Klar, natürlich will er den Kill haben. Aber da hätte Crabset vielleicht auch callen müssen, dass die Orianna zu ihm kommt. Denn dann war klar, das wird bestenfalls ein 1:1. Ja, vor allem, er hatte ja schon den Flash raus, also beziehungsweise der Hackerin war ja schon ziemlich, ziemlich low. Er hätte ja schon fein mit sein müssen, aber wollte dann noch weit hinterher. Summoner jetzt noch geburnt und damit ja Hackerin, sag ich mal, ein bisschen mehr Freiraum gegeben. Entscheidet sich hier, also Hackerin für das Skirmisher Saber als erstes. Ist natürlich jetzt interessant, also gerade wenn K6 so viel Counter jungelt, kannst du ihn halt einfach smiten. Er macht dir dann nicht mehr so viel Schaden, aber jetzt erstmal Midlane. Ich glaube, Orianna kann sich verabschieden, die Passive explodiert und damit der Solo-Kill hier von Crabset. Du kannst einfach 3 Midlaner gegen ihn bannen und er macht trotzdem einen Solo-Kill ziemlich, ziemlich gut. Und es zeigt aber auch, dass die beiden anderen Bans gegen ihn schon nicht berechtigt waren. Er scheint auf diesen Control Mages eben mit sehr viel Reichweite und wenig Mobility extrem gut zu sein. Ich meine, Anivia und Lux im Prinzip ja nicht so viel anders als Brand in dem, wie sie sich spielen. Und dass er eben da trotzdem schafft, den Kill zu holen, zeigt, wie tief der Champion Pool dann letztendlich ist. Sehr gute Performance jetzt hier von Crab bislang. Ja, man sieht auch schon direkt, der Drache wurde da gepinkt. Das sollte doch, glaube ich, so der nächste Fokus sein von den Teams, sich den Inferno-Drache so schnell wie möglich zu sichern. In Hoffnung, dass natürlich noch einer spawnt, gerade auf Jin und K6. Und ja, ist halt mehr AD sowas von verdammt gut. Aus solchen Castern
beziehungsweise AD-Castern, da ist es halt auf jeden Fall noch effektiver, als es schon bei der AP ist. Und er geht weiter hier, will für den Counter-Jungle, der Smite hier nicht ganz perfekt, kann trotzdem Red-Buff sichern, einfach weil Gladi schon so low an AP ist. Ah, leider hat er sein Flash nicht übrig, sonst hätte er das vielleicht sogar nochmal getan. Und diesmal sogar aber noch ein Klingelmann oben am Start, also das sollte er sich zweimal überlegen. Und ich glaube, er hat auch auf jeden Fall dazu gelernt, Midlane schon wieder der Stun sitzt. Also, dass er da die Skillshots jedes Mal trifft, da macht der CTTSO das Leben ganz schön schwer. Und hat auf jeden Fall auch schon Clan CS-Seed aufgebaut. Geht hier für den Rod of Ages als erstes. Und wenn er das Item dann erstmal voll gesteckt hat, dann ist der Brand ganz schön gefährlich. Ja, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen. Was wird Kass als erstes entwickeln? Er hat sich jetzt für sein Q entschieden, wie man kurz am Charaktermodel erkannt hat. Und ist jetzt quasi sehr, sehr schnell schon dabei, sich in dem Red Side Jungle von der UVGU einzunisten. Hat jetzt schon relativ viele Wards draußen. Dafür jetzt Gladi hier auf der Bot-Seite unterwegs, versucht ihn die Vision zu denyen für Supremacy und ist jetzt selber dabei, die eigene Vision da aufzubauen. Trotzdem sehen wir schon zwei Control Wards auf der Bot-Seite. Insofern ist es für ihn sehr schwer werden, da reinzukommen für den Gank. Und ja, muss sich dann vermutlich wieder zurückziehen, vor allem, weil die Bot-Seite jetzt eben nach oben. Ja, also Striker nimmt ja auf jeden Fall komplett die obere Seite des gegnerischen Jungles ein. Die Frage ist halt aber, wie fern sich das lohnt, weil auf der Toplane hast du halt wirklich ja einfach zwei Tanks, die sich da kaum Schaden machen und du kannst halt auch nicht viel mit Nautilus machen. Den Maokai da umzubringen ist verdammt schwierig und halt auf der Botlane ist dieser Inferno-Drache, deshalb sollte er sich, glaube ich, da echt irgendwie wirklich umorientieren auf die Botlane, da die ganze Kontrolle im gegnerischen Jungle aufbauen, weil dann kann er diesen Drachen wirklich solon. Dafür hat er sein Q auch, denke ich mal, zum Teil auch evolved halt. Und dann kann er das da ordentlich ausnutzen. Mal schauen, ob er wirklich ja seine Dominanz, sage ich mal, verlagern wird. Jetzt auf der Toplane auf jeden Fall Nautilus geht da rein, aber er rechnet nicht damit, dass Hecarim von der Seite kommt. Da Gladi auf jeden Fall mit dem Ghost am Start, während Botlane sich da fightet. Oben, mal schauen, ob sie den Nautilus kriegen. Es ist halt einfach ein verdammter Tank. Wird nochmal hier angeholtet. Kha'Zix ist auch schon langsam in Anmarsch, aber es könnte schon zu spät sein. Flash noch von Angry Randy. Und hier kommt nochmal der Kha'Zix. Während Midlane schon wieder der Solo-Kill hier passiert, kommt auf der Toplane Kha'Zix nicht zum Zuge, kann den Kill nicht sichern. Und damit ja Midlane auf jeden Fall ein Kill und am Ende 1:1 getradet. Genau, wir haben jetzt leider nicht so ganz sehen können, wie der Midlane-Kill passiert ist. Aber dafür jetzt hier unten auf der Botseite der Engage. Das sieht relativ knapp aus, aber es kommen wohl beide Seiten weg. Oh, Curtain Call, mal schauen, ob er da auf jeden Fall die Kamera treffen kann. Der Schild mit dem Movement Speed ist natürlich nervig und da Flash Heal, alles wird gezündet, alles Summoners gebirgt und leider kein Kill rausbekommen. Trotzdem, Summoners sind schon mal weg und damit können sie jetzt weiter in den Turm pushen. Genau. Was jetzt Striker mit seinem Bash auf der Topside im Jungle allerdings erreicht hat, ist, dass sein CS-Lead jetzt extrem angewachsen ist. Mittlerweile mit 53 zu 39 deutlich vorne. Kann jetzt noch in Ruhe recallen und wird dann vermutlich in Botside-Range gehen und dann vielleicht sich um die Drachen zu kümmern. Die Botside recallt jetzt auch gerade. Vielleicht wird es dann in einer konzentrierten Aktion dann das nächste Objective für Izuka Supremacy. Mal schauen, auf jeden Fall jetzt hier Hecarim auf der Botside ein bisschen unterwegs und man sieht auch schön, wie die Pinkwards da verteilt sind. Also da möchte man halt einfach erstmal nicht überrascht werden von dem Gank in der Midlane plötzlich und man möchte halt einfach auch noch ein bisschen die Kontrolle im River haben und halt einfach da gucken, so wann sich Kha'Zix da wirklich hinbewegt. Er könnte sich natürlich auch mit den coolen neuen Pflanzen einfach mal rüberschießen und halt einfach wirklich im Fog of War den Drachen erledigen. Das wäre auf jeden Fall eine Option, aber entscheidet sich halt erstmal nicht dafür. Will halt weiter erstmal Druck, glaube ich, auch auf den gegnerischen Jungle machen und halt einfach weiter seine Dominanz ausbauen. Und so langsam jetzt bewegen sie sich dahin. Der erste Wort ist auch platziert, Krabbe wird auch langsam gemacht und ich denke wirklich, sie brauchen da nicht mal das ganze Team. Ich denke, Kha'Zix kann ihn locker solo. Ja, ich glaube auch. Also insbesondere eben mit dem Kugelwolf als erstes hat er definitiv den nötigen Schaden dazu, gerade wenn dann irgendwie Jenna nochmal kurz dazu kommt. Aber es sieht so aus, als wäre die Jenna gar nicht nötig. Kha'Zix geht einfach alleine dran. Keine direkte Wilden für Magdeburg. Insofern wissen sie nicht genau, was da passiert. Sie rechnen eher damit, dass er im Busch sitzt und ganken will. Tja, da irren sie sich. Stattdessen sitzt er eben beim Dragon und da ist der erste Dragon. Inferno Drake. Wie du schon gesagt hast, extrem wichtig für dieses Team. Wird auf Nautilus und Jenna skalieren alle extrem gut. Entweder mit physischem Schaden oder mit Fähigkeitsstärke. Und da sind die 8% natürlich extrem hilfreich.
Ja, und der Gladi denkt sich, gerade der Gang of the Totten hat doch funktioniert, können wir doch gleich nochmal probieren und gehen hier wieder Angry Andy ordentlich an den Kragen, verliert er ordentlich seine HP, wird nochmal gelootet und das soll es dann auch jetzt gewesen sein. Gladi nimmt sich da den Kill mit und können Nautilus mal wieder abreißen, währenddessen auf der anderen Seite der Karte da ordentlich der Turm angegangen wird und auch schon im Jungle, man sieht es halt wieder, K6 komplett den griechischen Jungle da durchgeklärt hat. Jetzt Midlane vielleicht. Gehen sie da auf die Orianna, also wurde ja schon zweimal da wirklich unter dem eigenen Turm erledigt, Stun will aber nicht sitzen und dementsprechend, denke ich mal, wagen sie jetzt nicht da direkt da rein zu diven, spielen das Ganze erstmal noch sicher ab, könnten vielleicht auch der Botlane versuchen, da ist Karma schon ziemlich low, also wenn da jetzt K6 zur Stelle kommt, wird durch den Pinkwood erstmal gespottet, also man weiß genau, er wird jetzt hier auftreten und er springt da trotzdem rein, Teleport wird zwar gezündet und da kommt nochmal der Heal von dem Karma-W raus, Exhaust, alles mögliche auf Striker drauf, die fallen noch und er wird hier einfach abgerissen, den Teleport hat man nicht mal gebraucht, beide Topliner sind da zwar am Start, aber kommen nicht mal zum Zuge, irgendwie ihr Team da zu helfen, aber trotzdem hier 3 gegen 3 mit dem Turm jetzt noch, der Jungler von eSports, von Izuka ist halt down und wenn jetzt Hecarim noch dazu stößt, ja, dann wird die ganze Sache natürlich umgedreht, deshalb ziehen sie sich auf jeden Fall auch schon ordentlich zurück. Genau, das war ziemlich greedy hier von Striker. Natürlich eben mit der Hoffnung, eine Überzahlsituation herzustellen, aber es hat eben durch den Pink Ward, beziehungsweise den Control Ward, Magdeburg sehr gut spotten können, haben sehr gut reagieren können und quasi sich einfach auf K6 geturnt, bevor die Botlane von Izuka die Möglichkeit hatte, da aufzuschließen. Und durch dieses ganze Hin- und Her-Tanzen im Jungle und an Botzeit hat jetzt tatsächlich Stoik auch sein CS-Lead wieder verloren. Jetzt ist Gladi sogar vor ihm mit 64 DS und natürlich mit 3 statt nur einer Beteiligung. Insofern, das muss Striker da nochmal überlegen, ob er das weiterhin so aggressiv spielen soll. Ja, er hatte halt wirklich einen richtig, richtig guten Start am Anfang des Spiels, aber jetzt halt wirklich mit der Zeit ein bisschen sein Lead abgegeben. Und ist jetzt die Frage, worauf er sich halt weiter fokussiert. Also wenn er weiter in die Counter-Jungle-Schiene fahren will, er hat ja jetzt auch extra hier das neue Item gekauft, dieses Poacher's Dirk, wo du halt einfach 3 Camps vom Gegner machen musst. Natürlich nicht direkt hintereinander, das hat immer dazwischen eine Minute Cooldown. Aber wenn du halt 3 Camps vom Gegner erledigst, dann entwickelt sich das zu einem Serrated Dirk und dann hast du da auf jeden Fall ordentlich Geld gespart und auch ein Item halt mehr. Und man sieht es halt, der ist die ganze Zeit im gegnerischen Jungle, aber wenn er sich da zu lange aufhält, Hecarim, langsam holt er wieder auf. Und wenn da halt wirklich die Midlane oder Hoplane dazu kommt, dann können sie Striker halt nochmal bestrafen. Ja, wir haben jetzt auch gerade Striker schon die nächsten Pflanzen gesehen, über die wir vorhin noch nicht gesprochen hatten. Und zwar die, also wie das Gebiet aufdecken, wenn du sie benutzt. Benutze beide. Zum einen den in seinem Jungle und dann im gegnerischen Jungle, um zu scouten. Daher auch dann sehen, dass Hecarim mal rein und bewegt ist, geht dann eben in diesen kurzen Trade und zieht sich dann wieder zurück. Insofern, er sucht nach den Möglichkeiten, er guckt, ob da irgendwelche Camps offen sind, aber bislang noch keinen Erfolg, bislang immer noch diese 3 Aufladungen auf seinem Poachers Dirk. Ja, auf jeden Fall. Also, da ist es halt echt ein bisschen schwierig, jetzt gerade an die Camps da ranzukommen. Und auch ein bisschen schwierig, da irgendwie die Gangs zu laden, währenddessen auf der Toplane schon wieder Gladi zur Stelle ist. Und ja, wieder Baum und Pferd, einfach mal gegen den Taucher, keine Chance hier. Muss sich wieder wegflashen, diesmal den Haken an den Turm, aber da wird einfach gnadenlos hinterher geflasht. Man springt aber auf den Turm, komplett das falsche Ziel, Gladi, da muss er nochmal richtig zielen. Und damit auch direkt der Kill hier auf Angry Andy, kann nochmal hinterher gucken, hinterher hooken. Orianna kommt dazu, mit Schild, und sie kann sie den Kill da auf jeden Fall dann clearen. Währenddessen K6 unten auf der Toplane sich selber da ein paar Kills suchen will. Der letzte Schuss trifft zwar die Karma, beide sind auch ziemlich low, aber K6 kann leider nicht hinterher und damit, ja, war das dann auf jeden Fall doch noch ein 1-zu-1-Trade, der eigentlich hätte nicht sein müssen. Ja, vor allen Dingen hätte er von Seiten von Magdeburg nicht sein müssen. Klingelmann hat einen ganz grundsätzlichen Fehler gerade gemacht. Er hat nämlich das W unter dem Turret verwendet und damit Tower-Aggro resettet. Deswegen hatte Gladi dann die Turret-Aggro und ist dann am CC und Turret-Shots gestorben. Also wenn Klingelmann da sein W einfach aufgehoben hätte, einfach kurz weiter getankt hätte, er war tanky genug, dann hätten sie es vermutlich geschafft, sogar ohne eigene Verluste da den Kill zu holen. So aber war jetzt eben Andy da noch immerhin mit einem Kill für seine Mühen. Ja, und jetzt auch, glaube ich, Orianna hat auch noch das Ghost dazu verwendet. Auch wenn man es nicht gesehen hat auf dem Bildschirm, ich glaube, zu late dahin geghostet und noch hingeflasht. Beides haben das auf jeden Fall jetzt down und das kann wieder ordentlich der Krebs debusen. Wenn da wirklich Striker noch am besten am Start ist, könnten sie
Da denke ich mal, CT, TSO wieder abreißen. Jetzt auf jeden Fall erstmal wieder das Jungler-Duell und Hecarim mit einem E direkt das halbe Leben jetzt erstmal hier. Der ist isoliert, aber trotzdem ist es keine Chance einfach mal. Das Rot des Might ist so verdammt stark und Gladi kann hier einfach 1v1 den K6 besiegen. Ja, ich glaube, das hat sich Stripe etwas anders vorgestellt, als er da reingegangen ist. Sein Flash ist noch ab. Er hat halt einfach gedacht, er kommt dann mit seiner Ulti dann weg. Aber der Burn-Damage eben vom roten Smite war dann doch zu viel. Ja, und vor allem auch das ganze Game über sah es ja anders aus. Da hat ja immer K6 eigentlich die Oberhand gehabt. Aber es ist halt einfach rotes Smite. Dann hast du auch Trinity Force und auf der anderen Seite ja ein Item, das du erstmal wirklich vollständig entwickeln musst. Also lief ja einfach nicht das perfekte Setup hier für Striker. Und dementsprechend ja, hat er sich dann noch ein bisschen zu übernommen. Geben jetzt hier den Drachen ab und ja, den reißt sich auf jeden Fall OVGU unter dem Nagel. Und ein bisschen extra Regeneration ist nicht schlecht. Jetzt aber doch, der Teleport kommt jetzt nochmal hier von der Seite. Müssen dadurch erstmal vom Drachen sich da abwenden. Hoch kommt nochmal direkt jetzt hier auf Hecarim dazu. Der verliert auch ordentlich HP, aber jetzt ist halt Maokai am Start. Nautilus gegen 5 Mann macht er halt einfach nichts. Schon sein 5. Tod jetzt in diesem Spiel. An der Seite jetzt Striker versucht da vielleicht irgendwie die Lücke zu finden, aber keine Chance. Er springt da kurz rein und wird direkt geroutet und der einfach nur zerburstet hier. Klingelmann nimmt sich den Kill mit und jetzt hat immer noch wird am Drachen da gefightet. Auch Crabset hätte echt gerne ein bisschen mehr Freiraum, macht ordentlich Schaden, aber kriegt halt leider den Kill nicht hin. Drache verliert auch immer mehr und mehr HP und das sollte auch, denke ich mal, hier sicher sein. Jin wird jetzt auch nochmal geultet, hat versucht da irgendwas zu machen, aber im Endeffekt ist es ein weiterer Kill für OVGU Magdeburg und das ist genau das, was sie gebraucht haben. Ja, der Underdog hier bislang mit einer sehr soliden Performance. Aber man muss umgekehrt natürlich auch sagen, Karlsruhe ist ihn extrem einfach. Also in diesem Fight sehr unkoordiniert nach und nach einzeln reingekommen. Crabset mit seinem Ulti nur auf Maokai. Das war von allen Beteiligten nicht besonders koordiniert und nicht besonders gut gespielt. Also insofern, Magdeburg sagt danke, nimmt sich die Kills, nimmt den Dragon und jetzt holen sie sich auch noch den Botlane Outer Turret. Ja, auf jeden Fall läuft gerade alles ziemlich, ziemlich gut für sie. Und das ist halt echt, also ein bisschen die Sache. Ich denke, Striker the Best, das hat er schon öfter in Solo-Q ausprobiert, mit dem K6 als Counterpick zu Hecarim. Und ich meine, er hat sie am Anfang auch ziemlich ausgeführt. Nur halt, wie man das halt weiter benutzt, diesen Lead, den man sich da aufbaut, das hat er noch nicht ganz so drauf. Also das haben sie da ein bisschen versemmelt. Er hätte da, glaube ich, echt einfach weiter entweder Hecarim unter Druck setzen müssen, wenn halt die Lanes an sich schon gewinnen. Ich meine, Midlane hat einfach 2 Solo-Kills gehabt und Botlane sah auch gar nicht mal so schlecht aus. Hätte da entweder bei der Toplane bei jedem Gank wirklich countern müssen oder halt wirklich Gladi nicht einmal die Option geben, für den Gank da zu gehen. Also so hat er halt einfach seinen Vorteil, den er sich da erspielt hat, sozusagen weggeworfen. Jetzt kann der nicht wirklich viel machen, hat kaum Schaden, ist halt ziemlich, ziemlich squishy und wird halt direkt hier wieder angeflasht und kommt nicht mal mit dem Sprung über die Wand. Das war einfach ein mechanischer Fehler und gibt halt hier den nächsten Kill an Maokai ab, der schon mit ganzen 4 Stück hier am Start ist. Man sucht den Hook jetzt nochmal hier auf Caitlyn, force auch nochmal den Flash, aber sie sind halt nur zu viert. Dementsprechend, Maokai nimmt sich nicht, springt direkt hier rein. Nautilus vorne mit dabei und jetzt wird nochmal Curtain Call hier direkt auf den Baum gezündet. Der 4. Schuss schön von Irena abgewehrt, macht da kaum Schaden und sie kriegen den Baum immer noch nicht down, obwohl da so viele Spells auf ihn landen. Keine Chance für sie und dementsprechend, ja, nehmen sich schön den Kill mit und sind damit auch vollkommen zufrieden. Ja, in dem Fall hat eben sehr stark davon profitiert, der für seinen Lane-Matchup schon viel Magieresistenz gebaut hat und dadurch, dass K6 tot war, hatten sie eben auch fast nur Magieresistenz, was sie noch auf ihn werfen konnten. Deswegen seine Itemization da quasi optimal für genau diesen einen Fight und Izuka nicht in der Lage, da was rauszuziehen. Allerdings haben sie jetzt Pressure auf der Midside und können vielleicht, nee, das sieht so aus, als wäre der Wave-Clear von Caitlyn und Orianna doch zu viel, müssen sich zurückziehen und werden dann vermutlich als nächstes, ja, Vision Control aufbauen, warten bis der nächste Dragon kommt, denn Midlane alleine werden sie nicht durchpushen können, dafür hat Orianna zu viel Wave Clear. Ja, das ist ein bisschen die Sache und ja, ein bisschen schade halt, dass sie Crabset nicht so unbedingt benutzen können. Der ist wirklich mit 3-0 echt wunderbar hier am Start, hat ordentlich HP, also kann er sich auch einiges im Fight erlauben, aber sie gehen hier weiter für den Counter-Gank, Striker the Best, nochmal schön mit der Pflanze hier gerettet. Wollte sich den Red Buff mitnehmen, aber an der Seite kommt der Hecarim direkt hier einfach mal auf Thorax drauf. Keine Chance für ihn. Komplett solo, einfach nur vernichtet. Und das passiert halt einfach mit dem gefühlten Hecarim gegen einen Djinn.
und dadurch können sie jetzt weiter Druck aufbauen in der Midlane. Mal schauen, ob sie sich den Turm hier wirklich nehmen können. Nautilus kann halt da vorne nichts machen und man sieht es halt auch noch. Der Karma steht auf allem Möglichen drauf. Ren versucht halt die Wave da ordentlich zu clearen, versucht da ordentlich Schaden zu machen, aber ihr AD Carry ist halt tot. Da den Fight zu sichern, ist glaube ich nicht die beste Variante. Brand wird dann nochmal geultet, ins ganze Team geschleudert und jetzt gehen sie dann doch noch rein. Kha'Zix springt direkt rein, wird direkt wieder exhausted. Die Jenna Ultimate hält ihn ein bisschen am Leben, aber der E-Schaden von Hackerin kommt trotzdem durch und damit wieder ein nächster Kill jetzt hier. Und ich glaube, Swagger the Best, der hat schon so viele Exhausts abbekommen, der hat schon echt keinen Bock mehr auf das Game. Und jetzt einfach sollte der Midlane-Turm auch fallen, der Nautilus sollte sich zurückziehen und wirklich OVG und Magdeburg, die geben jetzt richtig Gas. Ja, also sie spielen ihre Teamcomp extrem gut aus, kriegen immer wieder auch Picks mit dem Hackerin, der halt einfach die Carries von Karlsruhe einfach out of position abräumt. Und man muss auch ganz klar sagen, die sind sehr zögerlich, was ihre Summoner Spells angeht. Keiner fällt aus Respekt vor dem Hackerin weg. Die lassen sich alle von dem umrennen und wundern sich dann, was der Schaden reicht, um sie zu töten. Ich meine, an Crowd Control, um sie dann im Anschluss, wenn der Hackerin da war, abzuräumen, hat Magdeburg mehr als genug. Jeder einzelne von denen hat irgendeinen Crowd Control, um die Gegner eben an Position, in der Position zu halten, in der sie sich vorher befanden. Und das respektiert Karlsruhe momentan einfach noch nicht gut genug. Was Karlsruhe jetzt versuchen müsste zu tun, ist Brand auf eine Sidelane schicken, mit seinem Gold Lead eben versuchen, auf einer Lane alleine Pressure aufzubauen, selbst wenn er keinen Teleport hat. Aber er ist momentan der Einzige, der mit den Leuten von Magdeburg in einer Lane toe-to-toe gehen kann. Muss natürlich aufpassen, braucht genügend Vision, weil ansonsten ist natürlich so ein Hackerim oder auch ein Teleport von Maokai dann ein relativ schnelles, vorzeitiges Ende für unseren Brand, der bislang noch nicht gestorben ist. Ja, so, jetzt ist wirklich die Sache, aber wie in OVQ Magdeburg weiter vor. Der Burn ist ab, das sollte auf jeden Fall, denke ich mal, auch so das nächste Ziel ungefähr von ihm sein. Der Drache, der jetzt kommt, wäre auf jeden Fall auch ein Infernal Drake, das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine gute Option, den natürlich da für sich zu nehmen. Hilft auf jeden Fall jedem Einzelnen, aber so langsam müssen sie halt wirklich auch an die inneren Türme ran. Und da hilft ihnen halt auf jeden Fall eher der Baron. Ja, Striker, der Best schon wieder einfach nur im gegnerischen Jungle. Der Junge steht schon 1-6 und der lässt sich trotzdem nicht nehmen, einfach jedes Mal zu Counter-Jungle. Währenddessen halt Hackerin ist genau richtig, macht schon auf Botlane die Wards gestellt, über die Kontrolle aufbaut, die Wave rauspusht und hat einfach ja sich dann gleich den Drachen ganz leicht nimmt. Und damit, ja, Infernal Drake ist natürlich wunderbar. Ich denke nicht, dass hier wirklich Suka eine große Chance hat, den Fighter zu gewinnen. Also wenn jetzt noch ein Nautilus dazukommt, Klingemann hat da Teleport ab. Und wenn der von der Seite halt wieder dazu stößt, was er auch die letzten Fights der ganze Zeit gemacht hat, dann kann das ja wieder eng aussehen. Sie müssen halt irgendwie wirklich an isolated Targets rauskommen. Aber bis jetzt scheint es nicht so, als würde sich irgendeiner von OVG Magdeburg out of position bewegen. Ja, Magdeburg hat das bislang auch sehr gut vermieden, dass sie irgendwie Wards hinter sich im Jungle zulassen, dass irgendwie eben Nautilus von hinten einfach mit einem Teleport reinkommt und auf ihre Backline reingeht. Stattdessen zwingen sie Karlsruhe bislang immer dazu, sich mit ihrer Frontline auseinanderzusetzen. Und jetzt ist Klingelmann am Top Inner Turret angekommen und zwingt quasi Karlsruhe zum Handeln. Sie müssen sich jetzt überlegen, wollen sie fighten? Jetzt ist der Turret schon weg, aber jetzt kommt dafür der Teleport. Ja, den Turm hat er auf jeden Fall geholt, also deshalb hat er da kein Problem. TP'd sich direkt rein in den Brandschaden und nimmt sich nichts. Direkt der Engage wird hier gesucht an der Seite. Hackerin mit Kha'Zix gehen sich auch nochmal ordentlich an die Kehle. Hackerin muss sich da erstmal wieder zurückziehen. Jetzt hier erstmal Izuka von der Position her. Stehen sie ein bisschen besser da, können auch erstmal die Drachen jetzt angehen, aber müssen jetzt aufpassen, dass nicht der Gladi da gleich reinholtet. Steht jetzt wieder an der Seite mit der Pflanze, hat er sich rübergeschossen und ich glaube, das bereut er direkt, der Shutdown auf ihn drauf, währenddessen beim Dragon da der Fight ist. Jenna wird da rausgenommen, genauso wie Karma und jetzt ist Orianna einfach nur unter Bedrängnis Nautilus direkt da an der Kehle. Genauso macht es Maokai, will halt einfach nur für sein Team tanken. Caitlyn kann da aber keinen Schaden einfach ranbringen. Orianna vielleicht nochmal kurz in Sicherheit, aber das W von Crabset nochmal nimmt hier einfach mal beide Carries raus und damit ist das ein Ace für Izuka Supremacy. Ja, das war ein sehr gutes Spiel von der Izuka, haben eben durch ihren Ward auf der Seite frühzeitig erkannt, dass Gladi von der Seite versucht reinzukommen, haben es deswegen zum ersten Mal geschafft, den Fight so zu gestalten, wie sie es wollten, nämlich einen Target nach dem anderen rausnehmen, den Fight zu zerstreuen, mit der Jhin-Ulti in aller Ruhe die Ziele der Reihe nach abzuschießen. Und das war sehr, sehr gut. Eben da hat man so ein bisschen gesehen, was Karlsruhe mit ihrem Team so machen will. Das hat eben Magdeburg ihnen das Opening gegeben, die Gelegenheit. Und jetzt sind schon der erste Outer Turret auf der Botside gefallen. Und jetzt fällt wahrscheinlich in der Mitte auch gleich noch der nächste Turm. Thorax wird ihn sich vermutlich nicht entgehen lassen. Genau, und da ist er auch da.
Ja, auf jeden Fall. Und damit auch schon ordentlich Geld wieder zurückgeholt. Es war halt wirklich diese Aktion von Gladi, dass er sich da von der Pflanze hat rüberschießen lassen und selbst im letzten Moment nicht mal die Ultimate defensiv eingesetzt hat. Weil ich glaube, es war wirklich der Call, dass sie sagen, alles klar, wir gehen da rein, Tekkerem Ultimate. Nur leider haben sie es halt nicht gemacht. So, sie hätten, glaube ich, wirklich zusammenstehen müssen. Karma Ultimate gibt jeden Schild. Einfach nur reinrennen, einfach nur Gladi da wirklich ne, fünf Mann reinulten lassen. Er hat ja dann immer noch die Mastery, dass sie einen richtig dicken Schild da gibt. Und hätten da, glaube ich, ordentlich so den Fight bestreiten können, wenn sie da Krebs und das Visier nehmen. So haben sie sich halt einfach catchen lassen. Da war er halt isoliert und wurde ja halt einfach dann von den Brand komplett auseinandergerissen. Und so langsam jetzt mit 6 Kills muss man echt ein Auge drauf werfen, dass nicht hier Krebs jetzt sein ganzes Team carried. Ja, ich meine, er hat jetzt schon 8 Aufladen auf seinem Dark Seal. Das Item, so lange könnte man drüber nachdenken, ob man es zu Magize up will, wenn man jetzt besonders greedy ist. Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht sehen wir es sogar von ihm. Ich würde es ihm fast zutrauen. Aber dafür sehen wir jetzt von Kha'Zix erstens einen knappen Escape, der nicht ausreicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Edge of the Night, den Saum der Nacht, das erste Assassin-Item von den neuen, was dir ja ermöglicht, wenn du es vorher kanalisierst, den nächsten Spell dann zu dodgen. Quasi eine Art Banshees, nur halt eben eins, was Schaden macht. Ah, ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, aber gerade sein Team, die versuchen auf jeden Fall hier den Fight zu engagen, kriegen auch ordentlich, einfach nur durch Krebs so viel Schaden, Mann. Und der Hook jetzt auf Caitlyn, der ist ziemlich, ziemlich big. Krebs kann einfach nur komplett explodieren. Direkt hier mit dem Double Kill. Die Passive prompt jetzt auch nochmal und nimmt hier Orianna raus. Kann jetzt vielleicht sogar noch den nächsten Kill hier an sich reißen. Und sie kriegen hier einfach Kill nach Kill nach Kill. Obwohl Striker the Beast ganz am Anfang durch ein doofes 1 gegen 1 da gestorben ist. Und wenn das hier das nächste Ace wird, dann können sie sich locker den Baron nehmen. Ja, das sieht definitiv nach einem Baron aus. Auch wenn Klingelmann jetzt davon kommt, alleine nicht in der Lage, den Baron zu contesten. Und wieder ein sehr schöner Fight ist für Izuka. Izuka ist es einfach wie gelungen, Ziele vorher draufzunehmen, während eben Magdeburg noch nicht gegroupt war. Und da kommt jetzt vielleicht auch so ein bisschen eben die Erfahrung von diesem Team zum Vorschein, dass sie eben schon eine Season in der Uniliga gespielt haben, sehr gut gespielt haben, aufeinander eingespielt sind und dann eben solche Situationen sofort sehen und dann eben auch draußen. Krebs hat zwischendurch sehr low überlebt, aber eben sehr gute Reaktion auch von Xenon, dass er ihn halt eben mit seinem Ulti beschützt hat. Ja, und Krebs, der sagt sich jetzt, ich muss das Game carryen. Direkt das Major ist mit 10 Stakes, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Ladung an AP, die er jetzt bei sich hat. Und ja, das war auch, glaube ich, am Anfang gerade, wo Striker da gecatcht wurde. Gladi hat ja da geultet und das ist halt die Sache. Die Ultimate braucht er für die Teamfights. Ansonsten ist es halt verdammt schwierig, da in den richtigen Gage zu landen. Weil, wie sie wirklich am besten vorgehen sollten, ist halt wirklich mit Gladi ihn komplett da mit den Schilden zu knallen, ihn reinrennen lassen, dass sie irgendjemanden nach hinten lockt mit seiner Ultimate, dann mit dem E nach hinten und dann, dass sie alle auf dieses einen Target kollapsen, so dann den Fight bestreiten, weil du musst dir keine Gedanken machen um den Kha'Zix. Er ist eigentlich ziemlich behind und solange man gegroupt ist, passiert hier nicht viel. Nur, wenn du natürlich da ihn dann out of position kriegst gerade und dann halt da noch die Ultimate use, kann das natürlich dann für den nächsten Fight, also beziehungsweise auf den darauffolgenden Fight direkt, dann wehtun und so müssen sie auf jeden Fall den Baron abgeben. Vielleicht auch den nächsten Turm hier, da ist auf jeden Fall Izuka Supremacy ordentlich am Start mit den Baron Minions. Da möchten sie unbedingt einreißen. Hier steppt nochmal Jin auf jeden Fall in die Falle und jetzt geht's Maokai in den Kragen, wird dann nochmal gelootet. Die Passive, man sieht sie für Schaden, die einfach nochmal selbst an Maokai macht, nehmen sich den Turm hier mit und so langsam ja, wird hier wieder OVG Magdeburg zurück in die Base gedrängt. Ja, jetzt hatte natürlich eben Karlsruhe auch den kürzeren Weg, haben sich zur ersten Turret ausgesucht, wo sie eben hingehen, waren mit Lane reingepusht und dann natürlich mit Jhin und Brand extrem gute Möglichkeiten eben zum einen schnell die Lane reinzupushen, zum anderen eben schnell viel Schaden auf den Turret zu bringen. Sobald Jhin dann einmal nachladen muss, ist natürlich der erste Bust quasi vorbei, aber der reicht im Zweifelsfall mit den Baron Minions, um mit zwei solchen Pushs die Turret zu nehmen. Den geht jetzt hier direkt. Krebset ist der Erste, der hier fällt. Adios, Majai Stacks. Und es geht hier direkt weiter auf Gladi. Der fällt jetzt hier auch beide Jungler rausgenommen. Und Maoka fliegt auch ordentlich an Leben. Kriegt alle Schilde, die es nur im Team gibt, direkt auf sich. Re-engage jetzt nochmal. Tank gegen Tank. Wer fällt hier zuerst, ist die große Frage. Natürlich kann sich ein bisschen retten. Sehr schöner Crit. Und Xenon kriegt ihn mit dem Autotech. Jetzt können sie vielleicht die ganze Sache nochmal umdrehen. Aber Movement Speed von Karma können sich da aber dann nochmal ordentlich zurückziehen. Im Endeffekt 2 zu 2. Bis jetzt getradet und mal schauen, ob sie sich hier dann noch zurückziehen. Es scheint so, als würden sie den Turm hier in Ruhe lassen. Und ja, haben sie dann doch
Grabset, wenn sie ihn einmal richtig fokussen, auch direkt bekommen. Ja, und das ist jetzt natürlich der Nachteil beim Major Spy. Sofort alle Stacks weg und jetzt ist das Item erstmal nicht so effizient, wie man sich das eben wünscht. Ganze 8 Stacks jetzt verloren, mit den Assists zum Schluss immer noch ein paar zurückkommen. Aber trotzdem jetzt mit dem zweiten Push in der Lage, den Turtle zu holen. So, jetzt natürlich noch auf der Top-Lane da, der innere Turm, wirklich, den sie da sich dann noch nehmen können. Danach ist die Base dran und da haben sie auf jeden Fall auch schon ihre Augen drauf geworfen. Der nächste Drache spawnt, Kha'Zix ist auch da schon zur Stelle, ist nur ein Erddrache, aber der ist trotzdem nicht schlecht. Den nehmen sich dann auch direkt. Schon 33 Minuten hier auf der Glock, also nach diesem Drachen sollte dann auch, denke ich mal, der Inferno-Drache spawnen. Und ja, der wurde auf jeden Fall auch im letzten Patch ein bisschen gebufft, aber scheint so, als würde er einfach jetzt hier sich OVGU den Drachen nehmen. Klar, Kha'Zix doch mit dem Stil, sehr schön gemacht von Striker. Trotzdem muss er seinen Flash dann nochmal usen. Mal schauen, ob sich das im Endeffekt da gelohnt hat. Auf jeden Fall haben sie auf jeden Fall einen Erddrachen jetzt mehr und damit können sie auf jeden Fall den nächsten Baron schnell erledigen. Genau, also ich bin der Meinung, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieser eine Mountain Drake. Das sind halt schon echt viel Schaden gegen Objectives jeglicher Natur, ob jetzt eben die Inner- und Inhib-Turrets, die noch im Weg stehen, oder eben gegen den nächsten Baron in absehbarer Zeit auch wieder. Bis dahin ist das Flash auch sicher wieder hinreichend ready, dass man das in absehbarer Zeit auch wieder finden kann. So, und haben ja auch davor schon zwei Infernal Drakes für sich gesichern können, was natürlich auch jetzt schon ordentlich Wirkung zeigt bei Jhin. Ganze 525 AD. Ja, ich habe mich nicht versprochen. Das ist echt eine verdammte Menge. Und ja, ist natürlich auch mit Jhins Kit bisschen im Zusammenhang. Auf jeden Fall macht sein vierter Schuss ordentlich Schaden. Hat doch jetzt die Armor Pension ready. Und das ist genau richtig den Weg, den er gehen muss. Er muss sich um die Tanks hier kümmern und muss wirklich schauen, dass er da wirklich Maokai und Hecarim halt erledigt. Und sobald sie die Frontline da erledigen, dann kann auch, denke ich mal, dann noch Kha'Zix da ein bisschen unterstützen, hinten reinzuspringen. Jetzt aber Maokai, das darf nicht passieren hier. Der Facecheck in den Busch verliert direkt die Hälfte seines Lebens. Und ja, man weiß, sie möchten ja natürlich den Turm sich als nächstes nehmen. Der Einzige, der noch wirklich außen steht. Und den kriegen sie mit dem Erddrachen natürlich da ohne Probleme innerhalb von Sekunden. Und ja, platzieren auch direkt wieder die Fallen, möchten jetzt keine Chance geben, hier an den Mitor-Turm weiter ranzupushen. Und ich denke mal auch, Izuka wird sich da zurückziehen. In 1 Minute 40 kommt auch schon der Baron, den können sie sich da vielleicht nochmal angehen, aber bis jetzt haben sie auf jeden Fall die komplette Kontrolle. Ja, was jetzt im Übrigen noch ein wunderschönes Item ist, jetzt hier von Seiten von Thorax sehen für Izuka, ist der Mortal Reminder. Extrem effektiv gegen Sustain Tanks, wie zum Beispiel eben Hecarim und Maokai, die sich während eines Fights extrem viel heilen, die 50% Heilungsreduktion. Unglaublich effektiv eben gegen die, und deswegen haben wir auch zum Beispiel Maokai gerade eben so schnell droppen sehen. Und eben im Gegensatz zu Morellomicon, was ja Crabset mit seinen insgesamt, glaube ich, vorhin 550 Ability Power, also auch extrem viel, mittlerweile auch dabei hat, ist es nicht davon abhängig, wie viele Lebenspunkte der Gegner hat, sondern diese Healing Reduction trifft beim ersten physischen Schaden, der verursacht wird. Also noch nicht mal ein Auto-Attack, sondern auch eine einfache Q, die Bouncing Grenades oder auch die Ultimate würden ausreichen, um eben diesen Effekt auf den Gegner zu triggern. So, und langsam wird es ein bisschen schwierig, da ohne ein Baron oder so an die Base ranzugehen. Und ja, dementsprechend versuchen sie da weiter die Kontrolle aufzubauen. Die Wards stehen auch schon direkt hier parat, nah an der Base. Man weiß ganz genau, wenn OVGU sich da Richtung Baron aufmacht. Und sollten auf jeden Fall auch die Kontrolle im oberen Jungle beibehalten, weil da wird auf jeden Fall der nächste große Fight passieren. Also da ist jetzt echt die Frage, wie sie den nächsten Fight gestalten, ob es schafft, OVGU Magdeburg direkt von Anfang an Crabset rauszunehmen, wie sie es davor den Fight getan haben. Da fällt auf jeden Fall jede Menge Schaden weg, aber sie dürfen auf jeden Fall auch nicht Thorax ganz außer Acht lassen. Das Item, die Items, die er jetzt schon hat, sind halt schon verdammt gut und er macht auch schon verdammt viel Schaden, auch in den Tanks, sobald man ihm genug Zeit gibt und auch mit der Jhin als Unterstützung ist das verdammt gut. Ist jetzt die Frage, Baron ist gespawnt, Kha'Zix langsam macht sich da auch auf den Weg, konnte sich noch gar den Angel holen. Das ist ein verdammt gutes Item halt für den Fight, da extra Leben natürlich eingesteckt. Und ja, jetzt natürlich geht das Getanze erstmal los. Genau, das Getanze geht los, aber wir sehen Karlsruhe die Sidewaves schon vorbereitet. Beide Sidewaves pushen jetzt eben gegen Magdeburg und zwingen eben die Magdeburger wieder zu schwierigen Entscheidungen. Gehen sie zurück? Wenn ja, gehen sie auf beide clearen sie beide Lanes. Wenn nein, bleiben sie da, wollen sie einen Fight forcen, dann müssen sie bald machen, ansonsten klingt man eben sehen, dass er recallt und mit seinem Tele versucht, den Fight zu joinen.
Aber auf der Top-Side ist die Wave jetzt schon am Inhibitor und unten die Bot-Side-Wave sind sicher mindestens 20 Creeps, ohne dass ich da jetzt genaue Anzahlen nennen kann, weil ich sehe es nur auf der Minimap. Insofern OVGU Magdeburg jetzt gezwungen, so langsam aktiv zu werden. Und Karlsruhe fängt jetzt eben schon an, den Nasher einfach zu starten. Ja, das machen sie halt genau richtig. Jetzt wirklich setzen sie sie unter eine Entscheidung und sie entscheiden sich hier für den Fight, rufen den Maokai rein. Hackeram aber rennt direkt hinten drauf. Sie gehen hier auf den Jin, während vorne mit dabei Kha'Zix direkt exhaustet. Alles mögliche wird auf ihn gespammt. Hauptsache, er kommt nicht an die Ziele ran. Und Hackeram vorne ist der Erste, der hier fällt. Angry Andy nimmt sich den Kill und jetzt geht das Curtain Call los. Werden hier alle geslaut. Kaden trifft auch nochmal einen Schuss. Kommt ein Autobus hier ran. Sehr schöner Snipe hier auf Salatkicks. Der verabschiedet sich. Und jetzt wird nochmal die ganze Sache umdreht. Klingemann, mal schauen, ob er da rankommt. Kha'Zix an der Seite. Da macht sich der Kha'Zix-Pick ordentlich bezahlt. Nimmt sich hier einfach mal zwei Kills mit. Und damit das Ace vollbracht. Sie können jetzt hier wirklich entweder schön durchpushen. Vielleicht reicht sogar die Zeit auch sogar, um das ganze Game zu finishen. Auf jeden Fall grandioser Fight von ihrer Seite. Ja, richtig, richtig gut gemacht. Haben eben die Magdeburger dazu gezwungen, unter ihren Bedingungen quasi zu fighten. Und gleichzeitig auf der Bot-Side, Kha'Zix finisht jetzt nur gerade den Turret, der war schon extrem niedrig, vielleicht noch 15% Lebenspunkte gewesen. Es sind mindestens zwei Inhibitoren, vermutlich gehen sie jetzt danach erstmal zu Baron. Zumindest gehen die Pings eindeutig zurück. Den Spawn-Timers, die jetzt ready sind, recallen sie noch einmal und resetten den Fight einfach wieder, weil jetzt haben sie wieder zwei Lanes hier reinpushen, dieses Mal eben durch die Super Minions, die dann eben in der Mitte und auf der Bot-Side reinkommen. Also keine Pause für Klingelmann, der wird ja vermutlich die ganze Zeit Wave killen müssen. Keine Pause, es geht direkt weiter auch. Direkter Ansturm auf den Baron hier. Den möchten sich natürlich hier Suka direkt gönnen. Und ich glaube auch bei dem Fight davor, was richtig, richtig wichtig war, war noch so mal, dass Striker the Best ist halt hinten reingesprungen und wurde halt direkt von alles Mögliche getroffen, von ganzen Exhaust und alles, was man hatte. Aber natürlich durch diese neuen Stealth-Änderungen. Man konnte ihn dann nicht aufdecken. Er hat seine Ultimate gezündet und hat halt so viel Aufmerksamkeit halt auf sich gezogen, dass halt Izuka komplett auf den Hackeram kollapsen konnte. Konnten halt einfach ihn schon mal rausnehmen. Da fällt auch jede Menge Schaden weg. Frontline fällt weg. Und jetzt sind sie hier direkt bei den Baron. Nehmen sich hier einfach mal direkt den Buff unter den Nagel. Hackeram kann ihn auch nicht sehen. Und der Fall geht direkt los. Wieder die Frontline vorne mit dabei. Jin kann einfach nur hinten drauf schießen. Aber es ist Kha'Zix, der einfach mal hinten direkt ganze zwei Kills bekommt. Während hier einfach mal Hackeram und Maokai gnadenlos ausgekitet werden. Jetzt langsam kommen sie ran. Aber da ist der vierte Schuss. Und damit verabschiedet sich einfach mal Klingemann. Hackeram wird auch nochmal angeultet. Das sollte sogar reichen für den Double Kill und damit können sie mit dem Baron Buff auf jeden Fall das Game hier beenden. Super, das Striker the Best, obwohl es eigentlich so schlecht am Endeffekt dann nochmal für ihn lief, mit zwei Fights einfach so krass zurückgekommen ist, direkt am Anfang zwei Kills gesichert und damit ja den Fight auf jeden Fall für sein Team gewonnen. Ja, richtig, richtig gute Performance. Sehr viel gepeelt und wir haben auch Redemption, das neue Item, was eben Jenna bzw. Xenon da auf den Jenner eben mitgenommen hat, auch in Aktion gesehen. Heal auf die komplette Backline, inklusive eben Jenner. Wunderschöner Teamfight jetzt eben nochmal von Izuka zum Schluss. Und Striker hat sich den Baron natürlich nicht lassen, damit dann halt auch eben der zusätzliche Vorteil für den finalen Push. Auf jeden Fall, also ich glaube, den letzten Fight, der war ja echt super. Auch davor der Fight einfach, dass da der glückliche Snipe von Thorax genau auf Caitlyn kommt und damit einfach der AD Carry rausgenommen wird. Also, ja, das ist halt alles, was es braucht. Zwei gute Fights und du gewinnst halt einfach das ganze Game. Und ja, haben sie gut gespielt, sind nochmal echt gut zurückgekommen. Also, es sah ja zwischenzeitlich echt verdammt schlecht aus für sie. Und wir dachten, hier kommt dann doch noch der Upset. Aber im Endeffekt zeigen sie halt einfach, warum sie ganz oben auf der Tabelle sind, nehmen sich den Sieg hier mit. Und ja, wird auf jeden Fall interessant, wie dann das zweite Game ausgeht. Ob sie es dann wirklich zu einem 2-0 verwandeln können oder ob das hier ein 1-1 wird. Genau, ja. Also es war sehr gut, uns eben von Magdeburg haben gezeigt, dass sie sich nicht damit abfinden, dass sie sich am unteren Ende der Tabelle befinden. Haben auf jeden Fall im Early Game sehr überzeugend gespielt und dann gegen Ende hin eben ein paar schlechte Fights erwischt und Karlsruhe dann eben sehr gut das Spiel routiniert zu Ende gespielt. Ja, und ich würde auch sagen, dann gehen wir mal eben eine kleine Pause, geben den Spielern eine kurze Verschnaufzeit und dann sehen wir uns wieder zu dem letzten Spiel des heutigen Abends und zwar immer noch Izuka Supremacy gegen OVG Magdeburg. Also bleibt dran und bis gleich.